Freunde, ich habe eine richtig geile Idee. Und zwar habe ich nämlich Fiona gesagt, ey, lass uns doch mal ein Video drehen, so Carpool und so weiter, ein bisschen so viben mit Musik, weil wir nämlich den gleichen Musikgeschmack haben. Ja, klar, gerne und so. Und ja, sie weiß auch gar nicht, dass ich nicht Carpool-Action machen will, sondern ja, dass ich ihr mal zeigen will, wie der GT3 RS in den Kurven liegt. Deswegen, seid gespannt, wir legen los, let's go. Ja, und für alle, die nicht wissen, Fiona ist meine Freundin, weil ich das jetzt einfach so gesagt hatte mit dem Namen, ja, hier Fiona, dies, das. Ja, Fiona ist meine Freundin und die werden wir jetzt pranken. So, sind Sie schon aufgeregt? Wir machen ja nur Carpool-Action, deswegen. Ich hab schon mein Mikro bereit. Ich bin ready. Okay, wir legen jetzt los, Freunde. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute mit der lieben Fiona. Wir werden nämlich heute einfach mal ein bisschen Carpool-Action machen. Und ja, also das Wetter ist jetzt noch ganz okay, ne? Ist ein bisschen bewölkt, aber wir haben noch 20 Grad, richtig geil. Und wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen Musik hören. Wir haben ja eigentlich den gleichen Musikgeschmack, ne? Oder? Ja, doch. Schon, ne? Ja, safe. Gerade diese alten Banger und so. Wir starten mal gleich direkt. Also man muss dazu sagen, Fiona ist das ein oder andere Mal schon jetzt hier drin gewesen, aber wir hatten halt immer unseren Hund dabei, genau, unseren Holly dabei. Da konnte man natürlich nie mal ein bisschen mehr Spaß haben. Wir fahren jetzt mal hier kurz ein bisschen Autobahn, damit der auch warm wird. Ja, also ich muss dazu sagen, ich vertraue dir ja schon. Also bis jetzt bist du mein Freund, der am meisten Auto. Am besten Autofahren. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, die Krone ziehen wir ihm auf, ne? Ja, er ist schon gut laut, ne? Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Also ich finde es leiser, angenehmer. Ja, so. Und jo. Nee, da geht der rüber, ne? Ist nicht mehr normal. Wir müssen ja jetzt auch gleich ein bisschen Reifen drauf haben, müssen wir werden müssen wir auf jeden Fall. Ja, übertreib doch nicht. Gianni! Nee, jetzt schon wieder hier so ein Auto, leider. Ich bin dankbar darüber. Ja? Ja. Oh. Wir haben noch nie durchgedrückt zusammen, Kannst ne? Du sowas wir machen auch gleich mal noch eine Lounge, auf jeden Fall. Das machen wir auch, das wird richtig geil. Kannst du sowas nicht immer mit deiner Mama machen? Mach ich auch noch. Ich bin so froh, dass Holly nicht dabei ist. Ja, das würde ich auch niemals machen. Also mit dem Hund sowas machen wäre gottlos. Ich so. Möchte den Sitz so gerade haben. Also nach oben weiter, oder was? Nee, so. Das geht nicht. Der hat eine Position, mehr geht nicht. Super. Ja. Aber man sitzt doch hier voll gerade und aufrecht, oder nicht? Ja, aber so ein bisschen gerade würde ich lieber so ein bisschen irgendwie. Ja? Denkst du, ich könnte vielleicht so einen Helm noch anziehen? Ja, ich glaube, das wird deine Mutter wird sich das wünschen. Nee, aber wir übertreiben jetzt nicht mehr. Nein, Mann, wir fahren einfach ganz normal, ein bisschen sportlicher. Ich möchte jetzt lieber zu McDonald's und ein Eis essen. Ich will ein bisschen Musik. Nee, Musik braucht man nicht. Der Sound ist die Musik. Wie du dich immer festhältst. Ja. Hi.
mega geil. Meine Hände tun schon weh. Ja? Ja. Ja, vom Festhalten. Ja, normalerweise die 6-Punkt-Gurte, die habe ich leider vergessen anzubringen. Das sind die richtigen aus dem Rennsport, weißt du? Dann bist du hier fest und dann bewegst du dich gar nicht. Dann kannst du dich richtig festmachen. Das ist so, die werden überall benutzt im Rennsport, weißt du? Damit du auch wirklich richtig sitzt, weil dieses Hin und Her, das ist halt schon blöd. Wenn man jetzt so gerade Rennstrecken fährt, will man ja nicht irgendwie immer durchgeschüttelt werden. Haben wir eigentlich jetzt die ganze Zeit DSF? Weil das ja oben ist. DRS, nicht DSF. Ja. Also, das sieht man auch, glaube ich, im Video. Also, man sieht es im Hintergrund. Ich achte da jetzt nicht so krass drauf, aber ich habe es nämlich einmal schon auf einer Aufnahme gesehen. Immer wenn ich automatisch Vollgas gebe, öffnet der das auch hinten. Also das arbeitet halt automatisch mit. Ich kann es aber auch selber machen. Also du startest das manuell, du musst nicht jetzt... Nee, er macht es automatisch. Du musst jetzt nicht 100 Meter hinter einem Auto sein, dass es geht. Nein, Fiona, Mensch, nein. Das ist eine Sekunde bei Formel 1, das ist eine Sekunde, die du dahinter sein musst. Okay. Das nicht. Also es kommt nur darauf an, ob du gerade Gas gibst und ob er merkt, also er merkt dann halt so, dass du jetzt auf jeden Fall auf der Geraden bist und er das aufmachen kann. Und sobald du bremst, geht er auch wieder zu. Das ist schon krass. Aber du musst ja noch vor einen Knopf drücken. Nee, das macht er automatisch. Also das macht er wirklich komplett automatisch. Du kannst es auch, glaube ich, noch manuell einstellen. Ich weiß es leider jetzt nicht genau. So viel habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber das geht auf jeden Fall auch, ja. Aber gut, dass du überhaupt weißt, was das ist. Aufgepasst. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, ich bin ready. Bist du auch ready? Nee. Guck mal, wie der klebt. Nein, ich weiß, wie der klebt. Reicht. Du fühlst dich nicht ganz so wohl, ne? Gar nicht. Also, Meckes geht aber gleich auf dich. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Dafür, dass ich dir Spaß hier mitmache. Ich bin eher so der bequeme Auto. Musst du jetzt schnell machen. Ja, klar. Gianni, Mann! Gianni, wir sind viel zu weit rechts. Hör auf! Okay, aber jetzt reicht auch. Jetzt reicht auch. Das war jetzt so das höchste der Gefühle. Eigentlich müssen wir mal eine Rennstrecke. Willst du mit mir auf die Rennstrecke fahren? Nein, willst du nicht auf die Rennstrecke fahren? Nein, wenn dieses Video 100.000 Likes hat. Nee, warte, ich brauche was richtig Unrealistisches. Mann, 100.000 ist schon unrealistisch. Irgendwas ist gar nicht passiert. Wenn so 300.000 Likes nein, ich mit dir auf die Rennstrecke fahren. Nein, wir machen das so. Wir machen das so, 50.000 Likes. Nee. Mann, meine Videos machen sonst nur so 500 Likes, Fiona. Das ist unrealistisch mit 50.000. Komm, 50.000 Likes. Was krieg ich dann? Bei 50.000 Likes? Ja, keine Ahnung. Such dir was aus. Bei 50.000 Likes fahren wir über die Rennstrecke. Komm. Ich sage 70.000 Likes plus du musst mein Auto komplett sauber machen. Also muss aussehen wie neu. 60.000 Likes und das... Mann, Fiona, das wird sowieso nie passieren. Ja, ich hoffe, das wird nicht passieren. Mann, ich will auch nicht, dass es passiert. Deswegen, ich würde mich ja freuen, wenn es nicht passiert. Also dabei bleibe ich. 55.000. 60. Komm, 60. Komm, lass uns in der Mitte treffen. Ich bin 50, du 70, wir machen 60. Komm, 60.000 und ich mache dein Auto sauber. Komm. Okay. Ja, okay.
Und Mac ist Menü jetzt hier auf. Ja, okay. Weil ich denke nicht, dass es viel Likes kriegt. Also glaube ich nicht. Ja, ich hoffe nicht. Dafür muss es halt auch so mega auch viele Aufrufe mit dir bekommen. Auf die Rennstrecke. Oh, Rennstrecke wäre krass. Na, willst du natürlich einen Helm bekommen, alles drum und dran. Also ich würde auch nur mit dir auf die Rennstrecke, wenn du halt langsam fahren würdest. Nee. Ja, würde ich halt. Das haben wir ja nicht abgesprochen, wie gefahren wird. Auf die Rennstrecke, mehr haben wir nicht gesagt. Vielleicht fahre ich ja auch einfach. Das wär's mit dem Video, Freunde. Gerne Like und einen Kommentar da lassen, dass Fiona hier auch mitgemacht hat. Die ist ja nicht so der Fan von sowas, aber ja, sie hat's mitgemacht, war ganz spaßig. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao. Ich fand's nicht so spaßig.